Diese Bilder von Mond und Erde, liebe Zuschauer, wurden von einer Sonde geliefert, die aus den Tiefen des interplanetaren Raums kürzlich auf uns zuraste und in nur 1000 Kilometern Entfernung an der Erde vorbeigeschrammt ist. Also doch grüne Männchen. Keine Sorge, die Sonde ist irdischen Ursprungs, vor 14 Monaten gestartet, heißt Galileo und ist auf dem Weg zum Riesenplaneten Jupiter. Wie es nun zu der merkwürdigen Bahn mit der beinahe Rückkehr zur Erde kam und was man beim kürzlich erfolgten Vorbeiflug über Erde und Mond zu lernen hoffte, das zeigt unser erster Film. Festtagsstimmung am Jet Propulsion Laboratory im kalifornischen Pasadena. Die Raumsonde Galileo soll von der Venus kommend in nur 1000 Kilometern Höhe an der Erde vorbeifliegen. Und weil wir uns in Amerika befinden, blüht der Handel mit Galileo-Souvenirs. Weihnachten steht vor der Tür und mancher NASA-Mitarbeiter findet hier noch etwas für den Gabentisch. Zum ersten Mal kehrt eine interplanetare Raumsonde zur Erde zurück. Die Wissenschaftler erhoffen sich von dem Vorbeiflug schöne Bilder von der Erde und vom Mond, aber auch neue Erkenntnisse. Das eigentliche Ziel von Galileo aber ist Jupiter, der größte Planet des Sonnensystems. Daher auch der Name. Galileo Galilei untersuchte den Planeten mit dem Fernrohr und entdeckte 1610 die ersten vier Jupitermonde, ein Sonnensystem im Kleinen. Später fanden Astronomen mit besseren Fernrohren noch 8 weitere Monde. 1979 besuchten die beiden Voyager-Sonden den Riesenplaneten. Mehrere neue Monde wurden entdeckt, sodass mittlerweile 16 bekannt sind. Und endlich gab es auch Nahaufnahmen der vier galileischen Monde. Callisto, übersät mit Kratern, Ganymed, dessen Oberfläche von seltsamen Linienmustern durchzogen ist, Europa, eine fast glatte Kugel von Eis überzogen, und schließlich Io, der sich als der vulkanisch aktivste Körper des Sonnensystems herausstellte. Krater und Lavaseen prägen seine Oberfläche. Voyager gelang es erstmals, einen Vulkanausbruch außerhalb der Erde zu beobachten. Die bekannteste Oberflächenstruktur von Jupiter, der große rote Fleck, der schon seit 300 Jahren beobachtet wird, ist ein Wirbelsturmgebiet. Im Zeitraffer sind die Turbulenzen der Jupiteratmosphäre gut zu erkennen. Und schließlich entdeckten die Voyager-Sonden, dass Jupiter, wie Saturn, einen Ring aus kleinen Gesteinspartikeln hat. 1995 soll Galileo Jupiter erreichen. Er beherbergt insgesamt 16 wissenschaftliche Instrumente und eine kleine Sonde, die später in die Atmosphäre eintauchen soll. Galileo selbst wird bei 10 Jupiter-Umrundungen alle 4 galileischen Monde besuchen und ihnen erheblich näher kommen als Voyager. Die Sonde tritt im freien Fall in die Atmosphäre ein und wird mit einem Fallschirm abgebremst. Nur eine Stunde dauert es, bis in der brodelnden Hölle der Funkkontakt abbricht. Aber in dieser Zeit soll die Sonde wichtige Daten sammeln. Die Reise zum Jupiter sollte für Galileo eigentlich nur 2,5 Jahre dauern. Tatsächlich aber sind daraus mehr als 6 geworden. Die Sonde holt sich sozusagen Schwung durch die Schwerkraft von Venus und Erde. Außerdem passiert sie zum ersten Mal einen Asteroiden, Gaspar. Der Grund für diese Odyssee liegt im Space Shuttle-Programm der NASA. Die Challenger-Katastrophe beeinträchtigte das gesamte Raumfahrtprogramm, auch die erfolgreichen unbemannten Sonden. After the Challenger accident in 1986, NASA decided that it was not safe to use. Nach dem Challenger-Unglück von 1986 entschied die NASA, dass die hochenergetische letzte Brennstufe der Centaur-Rakete für den Shuttle-Start nicht sicher genug sei. Also mussten wir eine schwächere Brennstufe benutzen und so konnten wir nicht auf direktem Weg zum Jupiter kommen. Wir mussten uns diese sehr komplizierte Bahn ausdenken, an der Venus vorbei und zweimal an der Erde, um genug Energie für den Flug zum Jupiter zu bekommen. By Venus and Earth on 2 separate occasions to finally get enough energy to put us on a Jupiter trajectory.
Im Oktober 1989 konnte Galileo dann schließlich starten. Die beteiligten Wissenschaftler atmeten auf, arbeiteten sie doch schon seit 13 Jahren an dem Projekt. Die neue Flugbahn wollte man für die Beobachtung von Venus, Erde und Mond nutzen. Von der Venus war freilich nicht viel zu sehen. Ständig verhüllten Wolken ihre Oberfläche. Galileos Bilder, im ultravioletten Spektrum aufgenommen, können aber zum Studium der Venus-Atmosphäre beitragen. Die Galileo-Mission ist ein amerikanisch-deutsches Gemeinschaftsprojekt. Die Projektleitung liegt bei der NASA. Ein Teil der Instrumente sowie der Antrieb der Sonde kommen aus Deutschland. Außerdem zahlt das Bundesforschungsministerium einen Teil der Kosten. Die Daten von der Venus hatte Galileo im Februar auf Band gespeichert und ist jetzt nach Pasadena überspielt. Nun, beim Erdvorbeiflug, sollte aber alles live übermittelt werden. Großen Jubel gab es nicht. Es gab ja auch wenig zu sehen. Die Galileo-Daten kann man sich nämlich nicht einfach anschauen. Die faszinierenden NASA-Farbbilder entstehen gewöhnlich erst nach wochenlanger Bearbeitung am Computer. Trotzdem schafften es die Techniker schon nach 3 Stunden, die ersten Schwarz-Weiß-Bilder zu präsentieren. Der Mond, dem sich die Sonde von der dunklen Seite ernährte. Und das ist die Erde, genauer gesagt ein Stück von Australien. We are having a great day today. Stolz verkündet Projektmanager O'Neill, dass Galileo den Vorbeiflug mit einer Abweichung von 8 Kilometern bzw. einer halben Sekunde geschafft hat, nach einer Reise von 1 Milliarde Kilometern. Ein Teil der Galileo-Daten geht nun von Pasadena zur Deutschen Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen. Dort interessiert man sich vor allem für den Mond. Ja, es ist ja eine einmalige Gelegenheit, dass wir seit Apollo zum ersten Mal wieder die Rückseite des Mondes sehen und zum ersten Mal überhaupt spektrale Aufnahmen der Mondoberfläche machen können, denn damals war es nicht möglich, weil Technik noch nicht so fortgeschritten war. Ein sehr wesentliches Gebilde der Mondoberfläche werden wir wieder sehen.